bei den Billard Beckmann Longoni Pinneberg Open 2016. Wir sehen das Semifinale, eins von diesen beiden. Im linker Hand sehen wir das zweite zwischen Marc Beisterbosch und Oliver Ortmann. Wir konzentrieren uns aber auf den TV-Tisch, auf den kommentierten mit Nils Fein und Sebastian Ludwig. Nils Fein haben wir gerade gesehen, Sebastian Ludwig das Spiel davor. Weiterhin 10 Ball, 7 Gewinnspiele. Alles weitere zu den Regeln wird im Laufe des Spiels erklärt. Wir haben sogar eine neue Kamera, sehe ich gerade, die einzig und allein auf das Reck ausgerichtet ist, auf das Dreieck. Anfänglich waren 380 Teilnehmer hier in Pinneberg am Start. Pinneberg und Umgebung, muss man sagen. Also großflächig hier verteilt die Spieler an 8 Spielorte. Und dort hat man in Achtergruppen zunächst angefangen, jeder gegen jeden. Die ersten 3 haben sich für die Zwischenrunde qualifiziert, der erste sogar gleich für die Finalrunde. Und über die Zwischenrunde konnte man sich dann noch für die Finalrunde qualifizieren. Und die läuft seit heute Morgen mit 64 Spielern. Übrig geblieben sind jetzt die genannten 4. Und dann schauen wir mal, wer das große Finale erreicht. Mittlerweile haben sich um den Center Court zahlreiche Zuschauer platziert. Ihr seht hier das Klebeband auf dem Boden, was dann später zum Finale durch einen echten Center Court ersetzt wird. Den haben wir ja gestern schon im Einsatz gesehen, den Center Court bei den Showmatches, wo auch Nils Fein beteiligt war. Und der ist auch am Tisch. Kurz zu den Regeln dann jetzt gerade eingegangen. Die Kugeln müssen in der Reihenfolge der Werte versenkt werden. Von der 1 bis zur 10. Und wer die 10 versenkt, hat gewonnen. Das so im Groben. Angesagt werden muss im Prinzip jeder Stoß. Wobei man international, national, überall eigentlich übereingekommen ist, dass offensichtliche Bälle nicht angesagt werden. Jetzt zum Beispiel in dem Fall ist als nächstes die pinke 4 an der Reihe, die liegt kurz vor der Ecktasche. Wo sollte sie anders hin als dorthin? Also Ansagen ist unüblich. Wenn sie woanders fällt aus irgendeinem Grund, dann, ja, dann ist der Gegner am Tisch. Werden wir, glaube ich, nicht erleben, dass solche Kuriositäten passieren. Genau, da zeigt das an. Da will er hin als nächstes. 5 in die Ecktasche. Leichter Rückläufer. Also weiße tief anspielen, damit sie nach dem Kontakt mit der 5 und nach dem Kontakt mit der kurzen Bande wieder rein Richtung Tischmitte zwischen 6 und 8 läuft. Bisschen fest. Ja. Zu fest gespielt. So, welche Optionen hat er? Versenken ist fällt flach. Von daher nur Safe-Optionen möglich. Hinderlich ist natürlich, dass die 6 so nah an der, am Mittelloch liegt. Wenn er jetzt die 6 rechts anspielt, klar, läuft der Gefahr, dass die Weiße in die Mitteltasche fällt. Ich glaube eher nicht, aber es wird knapp. Ja, macht er auf jeden Fall. Die 6 soll unterhalb der 10 rauskommen. Das war nicht möglich. Aber die 9 benutzt er als Blocker. Perfekt. Und hat auch noch die 6, 8 so einander geschoben. Das ist auch da eine Kombination. Ein Kombinationsstoß, nur extrem schwierig möglich ist. Und das war auch so geplant alles. Also ja, perfekt ausgeführt. Noch ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man sich jetzt mal verstellt hat, wie jetzt Nils Fein auf die 6,
dass das noch kein Beinbruch ist. Man kann noch viel rausholen und sich trotzdem einen Vorteil verschaffen. Foul vermieden, in erster Linie schon mal gut. Und auch da nichts richtig Verwertbares liegen lassen. Kombination 6 auf 8, die sich Nils Fein jetzt anschaut, ist doch sehr anspruchsvoll. Vor allen Dingen gerade, was dann auf die Fortsetzung, was die Fortsetzung angeht. Die Kombination zu versenken ist das eine, danach weiterspielen das andere. Stark, ganz stark kontrolliert. Kombi mit dem richtigen Tempo gespielt. Die 6 kontrolliert, die Weiße kontrolliert. Winkel, um wieder zurück Richtung Tischmitte zu kommen. Alles perfekt ausgeführt. Hat eigentlich Applaus verdient, so ein Ball, aber sind die Billardspieler weltweit etwas zurückhaltend, die Fans. Das war wirklich ein toller Ball. Und Fans haben wir übrigens hier vor Ort sehr, sehr viele. Also das sieht gut aus hier. Rundherum um die Tische, als auch im Thekenbereich unendlich viele Leute, die sich auch das Spiel mitunter auf aufgestellten Bildschirmen anschauen. Wir sitzen ja hier in einer Reporterkabine mit der ganzen Technik, eigens aufgebaut, wird morgen wieder abgebaut. Also perfekte Bedingungen auch für uns, nicht nur für die Spieler. Da sieht man es im Hintergrund, alles voll mit Zuschauern. Und 1-0, Nils Fein. Falls ihr euch interessiert für die Ergebnisse des Turniers, könnt ihr das problemlos einsehen auf germantour.net. Dort im Kalender findet man gleich als erstes die Beckmann Longoni Open 2016 in Pinneberg. Einfach dort diesen Kreis, der da rotiert, anklicken. Das ist das Zeichen dafür, dass das Turnier läuft. Und dann gehen auf die einzelnen Gruppenphasen, kann man sich durchklicken, immer auf das Raster klicken, dieses Viereck ist das Raster und dort einfach dann jetzt für mich die Finalrunde, nur sich interessiert, dann das Raster von der Finalrunde anschauen und schon geht dieses auf und man kann sich alle Ergebnisse anschauen und auch den Live-Score verfolgen vom zweiten Tisch zwischen Marc Beisterbosch und Oliver Ortmann. Kann sich das Spiel auch live anschauen auf sportdeutschland.tv, allerdings unkommentiert. Einfach den zweiten Livestream anklicken und dann landet ihr bei Oliver Ortmann. Wer es nicht weiß, auch die Damen spielen parallel noch. Auch über germantour.net könnt ihr dort die Ergebnisse einsehen. Da ist man aber noch lange nicht so weit, da geht es Richtung Viertelfinale. Da stehen 4 Spielerinnen fest, die im Viertelfinale stehen. Das ist Veronika Iwanowskaja, Christina Grimm, Vivien Schade und Monja Kielhorn. Und auf der Verliererseite laufen die entscheidenden Spiele, um die jeweiligen Kontrahentinnen dann festzustellen. Heißt, dass natürlich dann im Endeffekt die Damen auch etwas später fertig werden als hier das offene Feld. Hier waren ja auch Damen zugelassen in diesem Feld und haben sich auch gut geschlagen. Allen voran Christina Schagan, die Endrunde erreicht hat, der letzten 64 heute Morgen und dort dann erst die Segel streichen musste. Aber Platz 33 von 380 ist sehr, sehr respektables Ergebnis.
konnte sie jetzt bei den Damen nicht wiederholen und ist da frühzeitig ausgeschieden. Ja, also das zum Online-Angebot neben dem Livestream, also auch alle Ergebnisse online. Jetzt können wir uns wieder ums Spiel kümmern. Nils Fein hat hier dem Sebastian Ludwig ein gutes Safety hinterlassen. Weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich 100% sicher ist oder ob er noch ein bisschen was von der 1 sehen kann. Denke ja, den linken Teil der gelben 1, den wird er schon noch irgendwie treffen können. Und dann ist es das große Ziel natürlich, eine entsprechende Sicherheit liegen zu lassen, die den Nils Fein wiederum unter Druck setzt. So, schüttelt so ein bisschen den Kopf. Mit dem Resultat kann er, glaube ich, noch zufrieden sein. Ist aber nicht so gelaufen, wie er das geplant hatte. Die 8 fungiert da als Block. Tja, Nils Fein wird jetzt sicherlich versuchen, über eine Vorbande, die hat er jetzt, hat die 1 lang angesagt, offensichtlich als Kiss-Shot. Also eine Vorbande, dann die 1 trifft auf die 5, die liegen im Winkel so in der Tangente, dass die 1 unwillkürlich Richtung jetzt aus dem Blickwinkel unterer Tischhälfte laufen wird. Und da ist er also sogar so verwegen, dann die 1 anzusagen. Ja, die Richtung ist klar. Aber es war jetzt wirklich für ihn nur vorsorglich, diese Ansage. Er wusste schon, dass die Chance da relativ gering ist, dass es wirklich passiert. In allererster Linie wollte er Distanz bringen zwischen der 1 und der Weißen und im Idealfall natürlich noch eine Kugel dazwischen legen. Hat nicht ganz funktioniert. Da hat der Sebastian Ludwig eine gute Chance einzusteigen, auch wenn sie schwierig ist. So, nachdem Martin Pokuntke uns verlassen hat als Co-Kommentator, haben wir jetzt einen neuen hinzugewonnen, nämlich den Thomas Lindloff vom PBV Pinneberg. Den habt ihr sicherlich schon öfter mal hier reden, schwingen hören und auch gesehen. Gestern vor allen Dingen, der ist jetzt hier in meiner Box. Hallo Thomas. Hallo Jochen. Wie ist die Lage? Ist ja, die Stimme noch da? Nee, jetzt sind wir ja langsam am Ende. Die Stimme hat bis dato gehalten, obwohl das absolut Top-Highlight kommt für mich noch, weil ich glaube, dass die Siegerung hier bei uns in Pinneberg immer ganz was ganz Besonderes ist und ich werde nochmal alles versuchen und alle Kräfte mobilisieren, um auch die Leute zu mobilisieren, das zu würdigen, was diese vier Kandidaten hier geleistet haben, nochmal am Ende zu, ne? Ja, vier und noch viel mehr. Ja, und noch viel mehr, aber das ist unglaublich. Ja. So, wunderbare Safety hier von Nils Fein, der jetzt letztendlich, nachdem der Sebastian Ludwig die 1 verschossen hat, hier als Sieger aus dem Safe-Duell rausgeht, wage ich jetzt einfach mal zu prognostizieren, weil wie soll Sebastian da was Verwertbares rausholen aus so einem Safe? Ja, ich bin auch gespannt. Also Nils gilt für mich ja nicht nur zu den besten Spielern der Welt, aber er ist für mich ohne Wenn und Aber, weil ich bin Freund davon, von dem Techniken, von dem Taktikspiel, ohne Wenn und Aber einer der drei Besten, die im Safe-Spiel überhaupt, die es überhaupt auf diesem Erdball gibt. Ne? Weil er ja, und auch Resafe, was noch viel wichtiger ist. Ja? Also diese Antworten auf die Safety-Spielerei vom Gegner ist phänomenal. Die Genauigkeit, mit denen er Vorbänder spielt, ist schon, ja, das ist ja beeindruckend. Er war ja vor 2 Jahren hier schon und hatte dann eben halt also bei dem Roundtable schon gesagt, wie sein Trainingsablauf aussieht. Und wenn man dann hört, dass er, wenn er trainiert am Tisch, eine Stunde trägt, Break-Training pro Tag und Minimum eine Stunde Safe-Training und Taktik-Training trainiert, dann weiß man eben halt, wie gewichtig für ihn oder wie wertvoll und wichtig ihm das ist, eben ja. Das, ne? Ja. Das Spiel. Ja. Was man so sieht von ihm, wenn er mal sein eigenes Training so ein bisschen streamt oder so, was er hin und wieder macht, dann ist es eigentlich eher so Spielen, ganze Sätze oder so, dann spielt er gegen den Ghost oder so, was, dieses Trainingsspiel. Aber das, was du erzählst, das zeigt er natürlich keinem.
Da ist wahrscheinlich auch, das soll auch keiner sehen. Ja, es ist so bitter, das kann man sich nicht vorstellen. Immer eine Stunde lang breaken, immer wieder selber aufbauen. Weil er trainiert doch zu 90% alleine bei sich in Dänemark. Er hat ja seinen Trainingstisch da. Ja, also er ist Nils Wein, Niederländer, nicht, dass ihr euch wundert. Also die Flagge stimmt schon, aber wohnhaft in Dänemark. Genau, Roskilde bei Kopenhagen ist das und ist ja mit keiner geringeren verheiratet als mit uns allen bekannten Katrin Fein oder Katrin Fein. Ja. Auch ehemaliges oder eben halt eine der besten Spielerinnen in Europa. Ja, definitiv. Immer bei der Europameisterschaft dabei unter ihrem Mädchennamen Katrin Jensen. Genau. Hört sicherlich auch hier, hört sie zu heute. Schöne Grüße nach Dänemark. Ja, ich muss ja auch gestehen, ich kann ein kleines Geheimnis verraten. Viele fragen sich immer, wie schafft ihr das eigentlich, dass immer Nils Fein bei euch antritt? Ist ja nicht so ungefähr, dass ein Weltmeister selbstverständlich immer ein Turnier wieder besucht. Das geht natürlich nur bei unserem Schatzi. Unser Schatzi ist bei uns hier oben. Das ist die Frau, das ist Katrin. Kat genannt, denn Katrin sagt irgendwo doch zu Nils und oftmals, oh Schatz, wir müssen dahin. Das ist wichtig, sie kommen gerne zu uns, das weiß ich. Schade, dass sie dies Jahr nicht dabei ist. Sie ist ja mittlerweile zweifache Mutter. Und wenn sie es heute zuhören sollte, was ich glaube, Katrin, ganz, 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 ganz dickes Küsschen hier aus Pinneberg. Denkt immer dran, wir lieben euch. So ist er, der Thomas. Wir lieben euch alle. Wir lieben euch alle. So, der Sebastian hat hier eigentlich einen ganz interessanten Schachzug gemacht. Er hat jetzt auch wirklich keinen Entkommen gesehen aus dieser Situation und hat ein absichtliches Foul gemacht, wollte die blaue 2 ein bisschen näher an die 6 ranlegen und ein bisschen dafür sorgen, dass der Nils Fein noch weitere Probleme haben wird auf dem Tisch. Ist nicht ganz gelungen, die 2 liegt frei. Sieht man jetzt hier ganz gut. Und dann daraus will jetzt der Nils Fein Kapital schlagen. tut es auch ganz gut, weil die Stellung auf die 2 war schon mal perfekt. Das muss ja ein Rückläufer spielen, um Richtung Tischmitte zu gelangen. Und dann ist für ihn fängt dann die Routine an sozusagen. Die Routine, die er sich über Jahre erarbeitet hat. Das ist jetzt noch quasi Arbeit. Und jetzt geht's Richtung Routine, würde ich mal behaupten. Routine für ihn. Ja, selbstverständlich. Für uns wäre es ein großer Kampf mitunter. Ich muss natürlich auch sagen, der Nils hat einen kleinen Vorteil hier an diesem Tisch. Er hat ja schon mittlerweile, ich glaube, das 10. oder 12. Mal hier gespielt auf diesem Tisch. Also nicht, nicht in dieser Woche, oder? Nein, das nicht. Aber er hat ja nun mal war dreimal hier schon vor uns. Das ist das 4. Mal jetzt. Und er hat oft auf dem Center Court gespielt. Und wenn man die Turniere auch gewinnt, dann gibt es das ja auch automatisch. Und ich muss sagen, also Nils kennt den Tisch, ist ja ein Gold Crown 3, der ist ja noch richtig oldschool, aber auch wirklich im neuwertigen Zustand. Und das ist auch unser Prunkstück hier mit dem Laden, weil da sind wir auch stolz drauf, dass wir den irgendwo mal günstig dafür gewonnen haben, ne? Dass das unser Center-Kund wird. Ich wollte noch sagen, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, Jochen, das ist ja genau vor 2 Jahren das Reloaded-Match vom Finale der Pinneberg Open. Hast du erzählt? Ja, habe ich erzählt. Da hatte der Sebastian, da ging eigentlich bei Sebastian so ein bisschen der Stern erst auf. Dann unmittelbar danach hat er des öfteren Turniere gewonnen. Er war schon immer ein starker Spieler, aber er stand nie so im Fokus bis dato. Ja, da hat er echt eine Entwicklung zurückgelegt in den letzten 2 Jahren. Die ist wirklich sehr, sehr beachtlich. Ich kenne ihn aus der Jugend und dann kam er zu den Erwachsenen und da konnte er überhaupt nicht anknüpfen. Also er war auch jetzt in Jugend nicht der überragendste Spieler. Er war sehr gut, aber da gab es andere, die waren besser. Dann, wie gesagt, mit 18 ist er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, hat ihn fast vergessen, sag ich mal. Und dann war er wieder da. Also er hat viel gearbeitet, viel, viel gearbeitet und speziell in den letzten 2 Jahren eine Entwicklung zurückgelegt, die wirklich phänomenal ist. So. Ja, der Tom hatte mir das mal gesagt eben halt. Der kam ja auch so ein bisschen vom Pool so ein bisschen weg wieder, nachdem er nicht so die Erfolge hatte. Dann hat er sich im Snooker versucht. Im Snooker hat er dann wieder so ein bisschen den Anschluss gefunden und dann auf einmal kam er wieder am Pool zurück und dann war er hier bei uns und da sagte der Tom schon, pass mal auf, Thomas, mit denen kannst du rechnen. Das hat er aber während des Turnierverlaufes gesagt zu mir. Und da habe ich gesagt, na, ich weiß nicht, so gut kenne ich den Sebastian noch nicht. Und der hat da hier eine beeindruckende Manier gespielt. Ne? Ich weiß noch, wie er im Halbfinale hier den Roszkowski geschlagen hat auf dem Nachbartisch da. Er ist schon wirklich ein toller Billardspieler. Ja. Geworden jetzt hier in den 2 Jahren. Also er spielt eigentlich relativ unspektakulär, aber genau das ist es eigentlich, was gut ist. Wenn man genau bei ihm aufpasst, auf die Wege, die er spielt immer in den Ball hinein, in den Winkel hinein. Er kreuzt den Winkel meist nicht, er spielt direkt den logischen Weg. Und das gelingt ihm auch.
sehr, sehr häufig und dadurch wirkt das Spiel ultra leicht, was ja. er da spielt. Ne? Und bei Nils, das muss ich immer wieder erwähnen, ich habe das so oft schon erwähnt, achte doch mal drauf, wenn dieser Mensch aufsteht. Jetzt, denn die Kugel im Loch ist, dann bewegt er sich erst mit dem Oberkörper nach oben. Ja. Also ja. vorbildlich, das wird ja nun in allen Variationen schon kopiert, speziell von den Holländern, auch der Marco Teutscher und so weiter. Also wirklich eine Eigenschaft, die wir uns alle angewöhnen sollten, speziell auch die Jüngeren, denen fällt das leichter. Grundsätzlich, das war schon sowieso, das ist ja schon immer bekannt, dass man einen Stoß quasi bis zum Ende ausführen sollte. Ja. Und ja, es gibt Leute, die stehen während des Stoßes auf, aus Nervosität, aus Unwissenheit. Das führt natürlich zu Fehlern. Ja, also ganz wichtig ist bei jedem Stoß, ihn technisch einwandfrei auszuführen. Nicht nur, was jetzt die Kühlführung anbelangt, sondern auch mit dem Oberkörper, dass man entsprechend stabil bleibt. Also was du jetzt gerade erwähnst, wir nehmen uns ja, wir haben ja bei uns die Technik hier in Pinne, wir nehmen uns ja auch in den Trainingsmatches selber auf, ich mich selber ja. auch, ich bin ja. ein alter Hase mehr oder ein älterer Billardspieler, Hase nicht, älterer Billardspieler und ich gehöre genau zu dieser Kategorie, ich stehe regelmäßig zu früh auf, okay. ich verzucke den Arm, ich mache alles falsch, was man falsch machen kann und ich versuche auch in meinem Alter noch dran zu arbeiten, das ein bisschen zu verbessern und ich nehme den Nils als Vorbild. Aber es gelingt mir leider nicht so, wie er es macht. Ja, aber ja gut, aber irgendjemandem nacheifern ist ja nicht verkehrt, ja, auch nein, egal welches Alter. Mehr. Und lernen können wir immer alle. Der Nils hat jetzt hier einen Breakfoul begangen und gibt damit dem Sebastian Ludwig hier einzusteigen. Es sieht so aus, als wenn die 1 da an der 2, also wenn das noch vorbeipasst, oder? Nein, er wechselt die Seite. Er guckt, ob das passt. Ist eigentlich unlogisch, also... Entweder sie passt oder sie passt nicht, ja, egal welche wenn Seite. Sie wenn sie passt. Wenn sie nicht passt, ist der Safe ja ne, vorprogrammiert, aber sie passt anscheinend. Ja. Und lässt er nachlaufen oder zieht er? Ich weiß nicht, er legt so nah ran. Lässt er nachlaufen oder zieht er? Er lässt nachlaufen. Ja, okay. Er lässt nachlaufen. Also ging es wirklich nur hauchdünn, aber warum er da nicht Rückzieher gespielt hat, das... Ja, vielleicht vertraut er den Banden momentan nicht so. Es sind viele Menschen hier vor Ort, die Banden bouncen ein bisschen, ne? Zu viel Grip. Ja, ja, aber es ist ja gar keine Bande im Spiel, er hat ja entlang der Bande gespielt. Ja, wenn er gezogen hätte, müsste er trotzdem die Bande doch leicht touchieren und dann passieren die unmöglichsten Dinge, haben wir ja gesehen die letzten Tage hier. Ja. Die Tische sind wirklich, wirklich äußerst schwierig zu spielen, ne? Auch drüben in dem anderen Raum, was wir da haben. Ist schwerer als hier, im einen zweiten Raum. Ja, genau, ja, genau. Schwerer als hier. Als hier. Ja. Das muss man einfach sagen. Ich sehe da drüben... eine verzweifelte Ina Kaplan zum Beispiel. Ja, ich habe gestern verzweifelt. Die zum Schubsbillard gerade sich selbst beibringt, weil die Taschen derart eng sind. Ja, wir haben ja die Tische original so geliefert bekommen, das muss man einfach sagen. Wir werden die Tische auch wieder ein bisschen entschärfen, weil wenn sie 2-3 Monate bespielt sind, sind sie ja kaum noch zu bespielen. Und aber das Interesse natürlich aller. Aber die Tische lassen sich noch sehr gut spielen und das Material ist, finde ich, sehr, sehr anspruchsvoll. Und die ganz starken Spieler, die befürworten das natürlich alles, die lieben das auch, auf solchen Tischen zu spielen. Aber wir müssen ja davon ausgehen, dass die Tische auch irgendwann mal abgespielt sind und stumpf werden. Und dann werden sie dann wirklich so schwierig, dass das dann nicht unbedingt mehr so dem Sport oder dem Spaß fördernd ist. Ne? Ja, ja. Ja, ich sehe gerade hier, der Sebastian ist wieder voll in seinem Trott drin. Ich habe ihn ja in den letzten beiden Finals gesehen von ihm, bei den Stuttgart oben auf dem Stream in Stuttgart und natürlich auch in Dresden auf dem Stream, wo der Stream hervorragend auch wieder war, bei beiden Veranstaltungen. Und er ist genau so, er spielt ja so konstant seinen Part runter. Keine hektische Bewegung, also ist alles so als wie auf Schienen gelegt, wenn er am Tisch geht. Ja, ne? So ein Schleicher ist er. Ja, Schleicher. Er ist sehr, sehr, sehr fokussiert und konzentriert. Ja, ja, ne? Auch ein ganz sympathischer Junge neben dem Tisch. Ne? Sehr, also, sehr ruhig, ja, aber... Sehr bescheiden auch. Ja, ne? Sehr bescheiden. Aber er hat immer mal einen lockeren Spruch, hat er immer auf den Lippen. Er ist so ein bisschen... Wenn er dann was sagt, das weiß, ist schon cool. Und dann ist es cool und auch einen trockenen Humor hat er auch. Ja. Das muss man auch sagen. Da sag ich zu ihm, Mensch, ich vor eben unten bei uns, bei unserer kleinen Zeltlandschaft, da hat er eine kleine Pause eingelegt, eben zwischen den Matches. Dann sag ich zu ihm, Sebastian, hau rein, kämpfen, kratzen, spucken, beißen. Denk dran, das geht jetzt um richtig Asche. Nee, ich mach mir keinen Kopf, ich brauch das Geld. Also das war so eine ganz trockene Antwort, wo wir alle gelacht haben. Ne? Also, ich sagte ihm, es geht um die Asche und er sagt, nee, ich mach mir keinen Kopf, es geht ums Geld. Da kann man so seinen Humor so ein bisschen erkennen. Ne?
Ich sehe hier gerade deine Auszeichnung noch am Tisch stehen. Also Jochen, wir haben genau mit dir den richtigen Griff getan. Wir wollten das ja gerne und ich bin immer noch dankbar, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Jetzt hast du es geschafft, hier mittlerweile 2 Tage am Stück hier zu kommentieren und zu moderieren. Ja. Also schöner kann es nicht sein. Und dann so ein Turnier mit so einem Feld und mit so einer Streambeteiligung da draußen. Die Zuschauer alle unterstützen das Ganze. Unseren Aufruf sind viele gefolgt. Also einen herzlichen Dank da draußen an alle, die den Stream weiter geteilt haben und den Stream selber nutzen. Einen herzlichen Dank natürlich an den Kommentator, The Voice of Deutschland, an Jochen Maurer. Danke dir. Klasse, Jochen. Danke, danke. Ja, ich mache das sehr, sehr gerne. Es macht wirklich einen heilen Spaß. Ja. Auch mit den jeweiligen Co-Kommentatoren. Ich hatte hier zahlreiche Co-Kommentatoren. Und immer wieder interessant, sich hier auszutauschen und verschiedene Aspekte auch des Spiels dann zu analysieren. Und ja, das ist wirklich, macht mir sehr viel Freude. Das finde ich klasse. Ja. Also dürfen wir dich... Und es waren auch optimale Bedingungen. Ich habe das ja gestern schon während der Showveranstaltung abends gesagt, dass meine Erwartungen übertroffen wurden. Und ich mich hier sehr, sehr wohl gefühlt habe. Oh, das ist toll. Immer noch tue. Ja? Wir haben ja noch 2 Spiele. Ja, wir haben auch noch ein paar Matches, genau. Aber genau. Das finde ich auch toll. Das sagt auch viel eben halt. Wir möchten natürlich unbedingt gerne, Jochen, natürlich im nächsten Jahr, wir werden im nächsten Jahr, hast du wahrscheinlich schon erwähnt, 20 Jahre hier der Club. Und wir haben ja einen sehr großen Zusammenhalt hier im Verein und im Umfeld und im Norden speziell. Und es haben ja sich insgesamt bei dem ganzen Turnier an der Zahl 104 verschiedene Menschen mit angepackt, um das Turnier zum Gelingen zu bringen. Ja, und das ist unglaubliche Zahl, ja. Unglaubliche Zahl. Aber ist es wahr? Und wir versuchen das natürlich vielleicht im nächsten Jahr so ähnlich zu gestalten. Ich darf diesmal leider nicht wie letztes Jahr so überpeitschen und so viel übertreiben und so viel zu werben. Sie haben mir jetzt den Zahn gezogen. Ich soll nur einmal die Woche vielleicht was bringen. Ich sage nur eins euch da draußen. Im letzten auch in Englisch nochmal. Der PBV Pinneberg wäre 20 Jahre. Und was dann passieren könnte, das brauche ich, glaube ich, jetzt nicht mehr noch weiter ausmalen. Das sollte so als kleiner Anreiz schon mal reichen. Ja, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Also, du gehörst da auch zu dem Team, zu den 104 und du bist quasi die Stimme nach außen und du bist derjenige, der das Turnier promotet und der dafür einen großen Anteil hat, dafür, dass es den Ruf hat, den es hat und dass hier so viele Leute kommen zum Spielen, aber auch zum Mithelfen. Hm. Ich glaube, da sind viele, die sich deinem Enthusiasmus leiten lassen und die du anstachelst, hier an diese Sache zu glauben und mitzuhelfen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend auch. Ja. Ja, der Zusammenhalt ist sehr groß, obwohl ich weiß, ich polarisiere auch viel. Ja, und du hast mir selber mal gesagt, das finde ich auch so toll an dir, Thomas, pass auf, das ist ein bisschen too much, das ist so, mach das lieber so. Und genau das wollten wir ja auch haben. Und du bist genau, warum wollten wir Jochen Maurer haben? Ich habe das dir, glaube ich, mal im Auto schon erzählt. Ist doch genau aus dem Grund, weil ich derjenige bin, der sehr viel hypt und vielleicht auch ein bisschen drüber weggeht und zu much macht und du dann auch erkennst, Thomas, pass auf, so und so ist das in Ordnung. Mach das mal so und so, so und so. Ich brauche dich auch oftmals zum Gegenlesen. Das machst du auch dann sehr gerne für mich. Das finde ich ganz toll. Und das ergänzt sich hervorragend. Und deswegen jetzt hier die Frage, die muss ich jetzt erstellen, weil ich die gestern nicht gestellt habe. Würdest du unsere Einladung im nächsten Jahr wieder annehmen? Sehr, sehr gerne. Na, selbstverständlich. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, dann lasse ich auch noch ein Getränk springen. Oh, das machen wir gleich. Jetzt läuft's aber. Nein, jetzt zum Spiel hast du genau. Schauen wir wieder. Halbfinale hier bei dem Beckmann Longoni Open 2016. Mit am Stream sicherlich und da freue ich mich ganz besonders drüber, Jürgen Beckmann, denn er möchte ja gerne wissen, als einer der Hauptsponsoren, wer bekommt denn nun sein Turnier? Wer bekommt seinen Titel? Ich glaube, ich habe so einen Geheimtipp und der ist ja gar nicht so weit weg gewesen vor dem Turnier. Und ich glaube, dass er tatsächlich aufgehen kann. Ne? Und zwar... Ja, muss jetzt rausrücken. Ja, ich bin ja bekennender Nils Fane-Fan, das muss ich sagen. Das wissen hier alle im Norden und Nils ist einer derjenigen, der immer ein offenes Ohr hat. Nils ist einer derjenigen, der uns auch so ein bisschen damals in den Anfängen die Turniere diktiert hat, die Termine diktiert hat, gesagt hat, pass auf Jungs, da und da könnte das passen, das sieht gut aus, da müsste das Turnier sein, da das Turnier sein. Und er ist maßgeblich selber daran beteiligt, dass wir eigentlich immer einen optimalen Termin finden. Auch in diesem Jahr hatte ich wieder über Weihnachten mit ihm gesprochen und er sagte zu mir vorab schon, bevor die eigenen Kalender raus waren, es müsste eigentlich so und so aussehen, es wäre toll, dann würde es vielleicht klappen, dass wir vorbeikommen können. Ne? Und Nils Fan ist ja hier sehr beliebt für uns im Norden. Ja. Wir lieben ihn auch. Ne? Also es ist irgendwo, die sind alle sowas von herzlich und nett.
Jetzt kommt das 2-2, Jochen. Jetzt kommt das 2-2 und damit... Jetzt wird's spannend. Finden wir gleich die Überleitung zum nächsten Favoriten, weil deiner ist ja offensichtlich Nils Fein. Mhm. Ich hatte Jörn Kaplan ganz oben angesiedelt, der aber dann gegen Sven Pauwitsch die Segel streichen musste im Achtelfinale. Und Martin Pokundke, der mich hier heute Nachmittag im Livestream begleitet hat, der hatte Sebastian Ludwig auf dem Schirm und der war fast draußen gegen Marco Litwak, schon letzte 32, als er 1-5 zurücklag. Jetzt ist immer noch Sebastian Ludwig drin und es steht 2-2, alles offen. Also Martin Pokundke mit seinem Tipp auch noch im Rennen. Ja, er hat uns mir aber vorhin noch gesagt, das war aber vor ein paar Stunden vorher. Er ist ja auch ein bekennender... Gestern war das schon, ja, gestern haben wir drüber schon gesprochen. Er ist auch ein kleiner bekennender Marco Spitzky-Fan. Ja. Den sieht er ja, auch ja. gerne, hat er wahrscheinlich ja, auch erwähnt, gerne. Wie ich ihn kenne. Selbstverständlich, das ja, wäre dann der Zweite, hat das er gesagt, der Zweite, nach, genau. nach Ludwig Kamp für ihn Spitzky. Den unterschätzen momentan viele, ne? Der Marco Spitzky ist ein, ich zähle ihn noch als Talent. Schon deutscher Meister gewesen alles, naja. Also sind ja alles nur noch gute Spieler jetzt im Rennen. Eigentlich kann das jetzt jeder gewinnen und ich gönne es auch jeden. Wobei ich natürlich sagen muss, das würde sich hier auf der Scheibe, wir haben ja so eine Scheibe hier rechts neben uns und ja. Da stehen so Zahlen mit Köpfen drauf. Ja. 2012 Nils Fein, 2014 Nils Fein. Da würde 2016 Nils Fein noch passen. Ne? Würde sich ganz gut machen. Ne? Obwohl er muss sich erstmal gegen diesen starken Sebastian behaupten, ja. Weil Sebastian hat eben seine Konstanz wieder völlig ausgespielt. Er macht ja kaum oder gar keine Schussfehler. Wenn das Brett offen ist, schießt er alles aus. Sehr, sehr selten. Sehr, sehr. Haben wir heute ja auch beobachtet, wenn ich mal jetzt hier frühzeitig fertig war mit dem Kommentieren. Also der macht wirklich kaum Fehler. Das ist alles so, so stabil. Technisch gut und er weiß ganz genau, wann er auszusteigen hat, wann er offensiv zu spielen hat, die Stellungen passen. Also. Jochen, helf mir einmal ganz kurz. Ist er eigentlich ein Nationalspieler? Ja, selbstverständlich. Also er spielt auch die geförderte Eurotour und das alles spielt er mit, ist ja, das richtig? Ja. Also das auch hochverdient, muss ich sagen. Also und ist halt logischerweise im A-Kader, trainiert dort mit dem Thomas Damm in dem Nationalkader, hat auch die Europameisterschaft gespielt. Dort... Ja, ich sag mal, hat er schon gesehen, ich kann auch mitspielen. Ich kann da mitspielen und mithalten und hat auch gezeigt, da steckt Potenzial drin. In der Eurotour hat er schon sehr, sehr gute Platzierungen erreicht. Es geht bei ihm so Step by Step. National hat er ja schon gezeigt, mit Stuttgart Open zweimal und Dresden Open, Hangela Open, was er zu leisten imstande ist. Und international geht das jetzt auch so langsam los. Und wenn das so bleibt in der Entwicklung, werden wir noch viel Freude an dem haben. Jetzt die 2 ist, glaube ich, ganz schön eng, aber er sieht sie noch sauber, er wird sie lochen können, ne? Das wird er, ja. Stellung auch wieder. Jetzt kommt ein Ball, der interessant ist. Der ist interessant, weil er nämlich 3 auf 4 liegt ja da quasi nebeneinander. Rote 3, pinke 4. Und das habe ich neulich gesehen bei dem Thomas Lüttich. Der ist ja sowas von, auf die Idee komme ich jetzt gar nicht. Wir würden jetzt versuchen auszuschießen und es lacht so eine ähnliche Konstellation. Der spielt ganz bedacht ausgerechnet den Stoppball und spielt einen Safe. Lässt also die 3 über 3 Banden rauslaufen. Sich an, ja genau, der schaut sich an, dass er die 5 nicht touchiert und macht den Stoppball. Macht er Sebastian natürlich nicht. Aber ist auch eine Variante, die ich noch ganz selten sehe bei Topspielern. Ne? Und dann Thomas Lüttich ist auch... Sind zu viele Kugeln im Weg. Da ist die 5 im Weg, die 9 im Weg. Ja. Deswegen hat jetzt, glaube ich, der Sebastian Ludwig das nicht auf dem Schirm gehabt. Aber grundsätzlich, wenn da die 5 und die 9 nicht wäre, hast du recht. Richtig. Ist eine absolute Option. Obwohl, den spielt er auch dann. Er guckt sich ja genau an, wo die Kugel rauskommt. Und das ist schon ein ganz hohes Tennis dann, wenn man das noch sehen kann. Weil eins war fast klar, dass die Ablage, wie es jetzt hier der Fall ist, nicht optimal sein kann. Bisschen fester, dann wäre es wieder gut gewesen. Ja. Ja, und jetzt muss er, ich denke, er muss mit einer Sicherheit aussteigen. Gerade auch im Hinblick auf die Stellung, auf die 5, die ist einfach... Ja, eigentlich nicht machbar. Richtig. Also würde ich sagen, 4 in Richtung 5 und die Weiße nicht den Banker? Richtung, ja, er spielt Richtung den, obere. Nicht den Banker, du hast recht. Er spielt nicht den Banker. Ich würde sagen, also 4 Richtung 5, Weiße Richtung obere Tischhälfte, genau. Der die Klassiker, 10 und die 8 als Blocker. Und dann passt das. Leicht gesagt, schwer ausgeführt. Das ist vom Tempo und von den Winkeln alles gar nicht so einfach. Das sieht, wenn es dann ausgeführt ist, so einfach aus. Aber
es dann wirklich so perfekt auszuführen, erfordert viel, viel Training. Jetzt bin ich gespannt. Das ist Nils Stärke. Zwei Vorbanden? Ja, nee, ich glaube, er spielt von hinten direkt. Ich glaube, von hinten direkt. Wie an der 8 vorbei, schätze ich, mit der 4. Jetzt wo bist du jetzt? Ja, ich glaube, das ist eine linke, lange Bande. Würdest dann du jetzt spielen? Unten kurze Bande. Ich würde die 4 dünn treffen. Die Weiße läuft hoch. Und die 4 läuft in den Schatten von 8 und 9. Ja. So, dass man dann Linie haben, ja, Weiß, 8, 9, 4. Sowas in der Art. Ich habe das Gefühl, ich persönlich, ich bin ja natürlich nicht so ein erfahrener Spieler und so ein erfolgreicher Spieler. Ich würde jetzt guck, aber hast du gesehen? Er hat die sich angeguckt, aber ja. Die andere Option ist die natürlich an der 5, zwischen 8 und 5 durch. An der 8 vorbei, also links an der 8 vorbei aus seiner Sicht. Und dann von okay, und dann eine starke Fee und dann von hinten links gegen. Fee. Ja, genau. Den sehe ich leichter. Aber es kann natürlich täuschen, also das ist ja. Die Perspektive täuscht. Er spielt den Ball, den du wahrscheinlich jetzt gesagt hattest. Ja. Aber Nils ist dafür prädestiniert, immer noch mal umzudenken. Ja, er spielt ihn so, wie du ihn angesagt hattest. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Hat er zu dick getroffen, die 4? Ja. Zu viel, die wollte er dünner treffen. Und gibt hier dem Sebastian Ludwig einen richtig guten Einstieg. Das ist, lässt sich Sebastian in der Form, die er momentan spielt, nicht nehmen. Ja, also 4 rechts unten ins Eckloch. In die Bande ziehen, die Weiße. Genau, um sie dann quasi für die 5 einzustellen. Und dann ist er da eigentlich in der Partie über den Berg und soll in Führung gehen. Also jetzt, das ist der wichtigste Ball. Oh. Da hat er mal einen Ball verschossen. Das kommt das, wir reden gerade darüber, jetzt schießt er tatsächlich einen Ball. Ja, sieht man mal, also dann auch im Halbfinale wird dann auch der Sebastian mal nervös. Mhm. Also die Chance, die war gut. Was man auch bedenken muss, jetzt sehen die Teilnehmer, die Zuschauer draußen nicht so, dieses Turnier ist Marathon. Und die Pinneberg oben und die Beckmann und Longoni oben diesem Jahr, die sind dafür eigentlich bekannt, dass nicht unbedingt hier der allerbeste Spieler immer gewinnt, sondern auch mal derjenige, der physisch am besten drauf ist, ja. Und konditionell am besten drauf ist. Mitunter. Weil die haben alle schon eine ganze Menge Stunden in den Knochen, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Ne? Ja. Bei Nils fällt mir auch auf, sobald es interessant wird, wo es wirklich nicht mehr einfach ist, dass er sich wirklich auch die Zeit nimmt. Er nimmt sich Zeit für manchmal Bälle, wo wir sagen, okay, den könnte man auch einfach so und so spielen und er geht alle Wege durch, so genauso wie es Ralf Suké auch macht. Ne? Mhm. Er berechnet, bis es für seine Verhältnisse dann so passt, dass er sagt, okay, den kann ich spielen, da kann nichts passieren. Denn was eben passiert ist, diesen Ball, den er jetzt da eben ja zu kurz oder zu dick getroffen hat, wie du sagtest, davor, das passiert ihm eigentlich ganz selten. Ne? Also da hat er ein sehr gutes Safe-Spiel normalerweise und Re-Safe-Spiel. Ja, die große Frage ist, wo findet er hier ein gescheites Safe? Ja, ich kann mir so vorstellen, dass er... Deutet da öfter in Richtung Brauner 7? Die liegt halt da an der Bande, da kann man nicht viel verstecken. Da muss man genau ranspielen von hinten an die 7. Das ist ja, können die mir auch vorstellen, dass er den einfach nur an der 8 vorbeibringen will, so ein bisschen langsam und die mit Weiße, mit tiefe Fee an die 5 ran. So, und dann sehr, sehr slowly. Das oder kann, andersrum. Ja, oder andersrum, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass er die Weiße kurz hält und die 4 runterspielt ein bisschen. Aber die Weiße, na, schauen wir mal. Ja, danach sieht es jetzt ungefähr die Weiße aus, zu 5, ja. Die Weiße zu 5, da will er hin. Oh, der ist ihnen gar nicht so. Der wollte hinter die 5. Das war nicht geplant. Ja, er wollte hinter die 10, würde ich sagen. Ein bisschen weiter, oder? Nee, ich glaube, er wollte in die 5 rein. In die 5, weil dann ist, wenn er gut trifft, sehr immer an die Bande ran. Aber guck selbst. Ist das safe? Ist geglückt. Ist geglückt in der Ich sag mal so, vielleicht kann er die 4 versenken durch ein bisschen Kurvenball. Ich glaube, direkt nicht. Aber wie kommt man dann zu 5? Ja, gar ja. nicht. Also von toller daher, Ball. Das ist ein Safe. Punkt aus. Hier sehen wir es. Ja, das sehe ich jetzt auch. Das ist ein Safe. Hier sehen wir es, dass er und wir gar, reden, nicht, ja. gar nicht auf direktem Wege kommt, sondern braucht einen Bogen oder er trifft nur mit übergreifen. Ein bisschen von der 4 sieht er wahrscheinlich noch. Das war schon gut gespielt wieder. Das Beste rausgeholt. Und so, also wie gesagt, er muss übergreifen. Eine Option wäre vielleicht
kurze Bande und von hinten an die vier einfach weiß und vier recht bein, nicht dicht beieinander legen. Er will von hinten ganz treffen? Sachte, ja, das macht er auch. Kurze Bande, vier und, gut und Nachbande, ja. War gut, oder? Nee, faul, oder? Faul. Nils sagt faul. Nils sagt faul? Nils sagt, er hat die Bande nicht berührt. Wirklich? Nils also sagt, er hat die Bande nicht berührt. Die beiden wissen das aber auch dann. Also Nils ist ein Sportsmann durch und durch. Und wenn der das sagt, dann ist das auch in der Regel so. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Zweifelhaft. Ja. Das ist alle wirklich in der Regel so, weil ich habe Nils bis jetzt nur als hundertprozentigen Sportsmann gesehen. Auch wenn es jetzt um viel Geld geht. Aber das war, glaube ich... Nee, das hat er, glaube ich, auch dann wirklich nicht nötig, da zu bescheißen, ja. Warum sollte er? Ja, das tut er. Also das tun sie beide. Auch Sebastian auch nicht. Der akzeptiert das sofort, sagt, ja, hat er ja auch. Ja, genau. Und das finde ich auch toll. Wir spielen ja ein Halbfinale bei so einem Major-Turnier. Wir haben keinen Schiedsrichter extra angesetzt für die beiden Halbfinals, obwohl die vor Ort sind, weil das übt immer irgendwie so ein bisschen, ne, den kleinen Druck aus noch auf beide. Aber zum Finale machen wir es gleich. Da haben wir natürlich einen Schiedsrichter, weil das möchten wir auch. Wird sich sicherlich Danilo Hebestreit nicht nehmen lassen, oder? Ja, das wäre toll. Ja. Oder macht das nicht? Doch, Danilo Hebestreit wird das machen, aber ja, also. Wir haben ja noch ein weiteres Event laufen parallel. Und Danilo Hebestreit ist ja mittlerweile nicht nur einer der besten Schiedsrichter Deutschlands, sondern für mich einer der besten Turnierleiter in Deutschland. Und jedes Jahr wieder frage ich ihn natürlich schon ein Dreivierteljahr vorher. Natürlich muss ich ihn immer dafür ein bisschen überzeugen, weil das viel Zeit kostet, viel Energie kostet, Idealismus ist. Machst du den Hauptturnierleiter bei unserem großen Event? Und er jedes Mal kommt die Antwort, ja, sehr gerne. Und darüber freuen wir uns auch. Also macht er jetzt Schiedsrichter oder nicht? Er macht Schiedsrichter. Stimmt, habe ich vergessen zu sagen. So. So, währenddessen hat sich Nils Fein aus der Situation dann befreien können und ist auf bestem Wege, 3-2 in Führung zu gehen? Ja, das sieht ziemlich lösbar aus. Das werden wir wahrscheinlich auch gar nicht groß kommentieren brauchen. Dann nutze ich lieber gleich die Zeit, um endlich mal wirklich was zu sagen, was selten gesagt wird. Dann dieses Stream-Team, was wir hier haben, ne? Orange Fox, was ihr da draußen alle genießen könnt, ne? Ist für mich sensationell. Ich habe so viele Streams gesehen in den letzten Jahren. So, ich hab wirklich alle gehen und kommen sehen, aber selten so eine Qualität. Und wir sind stolz darauf, dass Orange Fox sich bereit erklärt hat, für uns zu streamen und dieses Turnier für euch so transparent zu machen. Also, wenn man jetzt klatschen könnte, dann könnt ihr gegen die Bildschirme hauen, aber Vorsicht, das könnt ihr jetzt auch, ne, Folgen haben. Also, tolle. Guck mal, Dankeschön, haben sie uns gleich eingeblendet unten. Wir trinken auf euch. Ja, genau. Ich hoffe, ihr mit auch. Deutschem Wasser. Auf das gleiche Finale. Ich mache keine Werbung hier, ihr kennt das Getränk. Und im Hintergrund die Jungs von Orange Fox Productions aus den Niederlanden. Jimmy und Melvin. Tja. Und nächste Woche sehen wir sie ja wieder. Also wir haben einige Pinneberger fahren natürlich zu den Benelux Longoni Open nach Rotterdam. Und da haben wir ja auch einen guten Freund, das ist der Chuck Diaz Wahn. Wohl einer der besten Promotoren, die es überhaupt gibt. Promotoren? Hast du gerade hier ein neues Promoter, Wort wollte ich sagen. Promoter, danke. Dafür brauche ich dich auch, Jochen. Genau dafür brauche ich dich. Na, nur du dafür. Weißt ja, dass ich sehr schnell rede und viel, ne, ja, kaschiere durch schnelles Reden. Ja. Und du haust auch immer genau in die Kerbe. Und hörst, Tommy, das hast du aber nicht ganz richtig jetzt verstanden, was du da gesagt hast. Ja, nein, apropos passt. Schnell sprich, vor deinem Thomas kommt wahrscheinlich noch ein Dieter. Dieter Thomas Heck. Eigentlich heißt er Heck mit Nachnamen. Dieter Thomas Heck. Also mein Vater hat zu mir immer gesagt, Thomas, mach dir da keine Sorgen. Du denkst schneller, als du reden kannst. Ja. Nein, Quatsch. Ich bemühe mich schon immer langsam zu sprechen. Toll ausgeschossen. 3-2. So, jetzt noch was. Guckt euch mal die Maske an von eurem Stream da draußen. Das ist gar nicht so einfach alles, was da alles eingeblendet wird. Das ist wirklich Profiarbeit. Unten stehen die Namen, links und rechts die Sponsoren und die mitwirkenden Parteien. Der Score ist dabei, die Distanz ist dabei und die Qualität ist Full HD Qualität. Gott, was will man mehr? Billard vom Allerfeinsten und direkt zu Hause bei euch am Wohnzimmer. Ja, das hat alles Fernsehqualität, was wir haben. Das hat Fernsehqualität, ja, ohne also das, Frage. Ohne Wenn und Aber. Kann man auch quasi direkt verkaufen. Vielleicht noch ein bisschen am Licht arbeiten, klar, aber kostet halt auch ein Schweinegeld, muss man sagen. Aber ansonsten sind wir hier TV-reif, ganz klar. Ich bin mal gespannt, ob uns das gelingt, weil hier an dieser Spielstätte, in Zusammenarbeit mit Orange Fox, gab es einen legendären Shot.
Den haben wahrscheinlich viele Beta-Spieler gesehen. Ich muss ihn erwähnen, weil da viele Kritiker. Weiß vom Tisch. Selten. Also jetzt haben wir einen Schussfehler von Sebastian gesehen und einen Breakfoul. Einen legendären Shot. Ich möchte mal fortfahren. Und das war der Shot of the Day hier bei dem Tag der Legenden, jetzt über Weihnachten. Da war der Efren Race hier zu Gast und der hat einen Ball gespielt, den habt ihr alle gesehen. Eine Bande, Stoppball, die Weiße vom Mittelloch und trotzdem die Zehen in dieses Mittelloch, wo die Weiße gestoppt ist, angesagt. Mittlerweile ist das, glaube ich, außer Korn zu Shot of the Life. Wenn ihr das googelt, Shot of the Day, kommt ihr sofort beim Googlen auf diesen Stoß. Schaut ihn euch mal an. Und dieser Stoß wurde aufgenommen von Orange Fox hier auf der Pinneberger Alm, auf demselben Tisch, wo jetzt eben halt der Nils gerade spielt. So, und jetzt möchte ich es nochmal erwähnen, weil viele gesagt haben, das kann noch gar nicht sein. Was sind das für Zahlen? Wie oft ist der angeklickt worden? Dieser Shot ist regulär mittlerweile über 12 Millionen Mal auf der ganzen Welt gesehen worden. Ne? Und das sollte man sich mal verinnerlichen, was Billard alles möglich macht. Ne? Also das war natürlich ein Lucky Punch, das war ein Real-Match, das war ein Match, wo es um was ging. Und es war auch ein Matchball und es waren viele, viele Zuschauer vor Ort. Und zufällig hat Orange Fox die Kamera direkt drauf gehabt. Googelt den Shot mal und schaut ihn euch mal an. Klasse. So, Jochen, was sagst du? Ich sag, dass der Nils von diesem Breakfoul jetzt hier Kapital schlägt und das 4-2 macht und ich sag, dass ich den Shot auch schon ein paar Mal gesehen habe. Ich habe den schon 20 Mal anderen Menschen gezeigt und alle waren gleich begeistert. Immer wieder, immer wieder. Und auf den Philippinen alleine wurde da innerhalb von 3 Tagen von einem Follower, von einem Händler sozusagen, wir hatten ja diesen Shot bei YouTube nicht gesichert und nicht geschützt. Das war natürlich wieder unser Verschulden, weil wir unwissend waren. Ja. Innerhalb von 3 Tagen, das kann man sehen, 1,3 Millionen Mal angeschaut und das auf den Philippinen. Also da kann man mal sehen, wie populär dieser Mensch Efren Race eigentlich in der Billardwelt ist. Ne? Ja, speziell in seiner Heimat. Ja, ne? In seiner Heimat speziell. Kommt quasi direkt nach Manny Pacquiao, dem Boxer. Genau, das sind doch die beiden Hauptsportler da mittlerweile. Ne? Das wird auch so gesehen. Das hat ja der Francisco Stamante noch mal erzählt. Genau, dieser Boxer und Efren, das ist schon... Und da der Nationalstolz bei den Philippinen sehr, sehr, sehr groß ist, ne? Ist das schon... Toll, dass Billard da so im Mittelpunkt steht. Der ist schon ganz schön dünn. Ja, der ist 2-3 Zentimeter weitergelaufen, als er das wahrscheinlich geplant hatte. Einfach oder Doppelpendler? Einfach mit tiefe Fee, an der 7 hinten vorbei noch oder Doppelpendler? Also du würdest auf jeden Fall versenken, hast du schon quasi im Kopf abgehackt. Ich würde es, er versenkt ihn. Er versenkt ihn auch sicher. Ja, okay. Und er guckt sich den Doppelpendler. Wenn dann zwei Banden. Er guckt sich zwei Banden. Lange Bande, wieder genau, runter, genau, vielleicht genau, sogar genau. Nochmal lange Bande. Aber ich habe das Gefühl, er kann noch einfach. Er kann noch einfach mit einer, ganz langsam nur, er spielt den Doppelpendler. Das ist die Gefahr. Genau das ist die Gefahr und er hat es trotzdem gut gelöst. Ich gucke den Nils ja zu gerne zu, ne? Weil er zeigt ja auch immer eigentlich an, was er vorhat und das ist auch sehr transparent für alle Außenstehenden. Ne? Es gibt auch viele Spieler, die stehen am Tisch und gucken und keiner weiß, was macht er jetzt. Bei ihm weiß man genau, wie er es mit dem Kö schon... Bei verzwickten Situationen macht er das häufig. Macht er ja? Sehr das häufig, stimmt, ja. Ja. Und er visualisiert für sich selbst, ja? Ja, genau. Ja, und dafür braucht er das Kö und dann zeigt er immer an und zeigt er eigentlich natürlich logischerweise nur für sich an. Dass er das für uns auch tut, merkt er ja gar nicht. Ja, genau. Ja? Interessiert ihn auch nicht. Und das ist für ihn selbst, natürlich für uns dann als Zuschauer und Kommentatoren, hilfreiche Stütze. Ja. So, ich schaue mal aufs andere Halbfinale, was ihr ja auch im Livestream anschauen könnt. Der steht da, 4-4, wie ich richtig lesen kann. Ja. Marc Biesterbusch gegen Oliver Ortmann, unseren Lokalmatador hier aus dem Norden. 4-4. Meine Herren. Spannend, spannend. Ja, ihr könnt natürlich auch immer den Livescore sehen. Wir haben natürlich eine ganz tolle Technik hier. Und wir haben ja gerade neben uns sitzen den Pascal Neidecker, der unter anderem auch die ganze German Tour Software entwickelt hat. Ne? Also alles das, was man sehen kann, ist alles mehr oder weniger auf den Schultern von Pascal Neidecker entstanden. Ihr könnt auch gerne mal auf seine Website gehen. Also wirklich sehr interessant. Ihr findet alles natürlich über germantour.net oder eben halt über unsere Pinneberg-große Facebook-Seite. Da sind doch alle verewigt. Und auch auf den Sponsorenseiten könnt ihr das finden.
Und der Pascal hat auch unsere Turnier-Website entworfen. Ganz toll, eine Riesenerleichterung, ein Turnier zu veranstalten. Und da werdet ihr auch in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich rückschauen und Bilder noch weiter wiederfinden. Germantour.net oder eben halt pbvpinneberg.de. Also eine ganze Menge. Ja, und Orange Fox werden natürlich sicherlich viele, viele, viele Videos einstellen. Die Kombination dieses Jahr, German Tour, Orange Fox, Sport TV Deutschland, heißt ja Sport TV Deutschland. Sport Deutschland. Du kurierst mich wieder mit genau. Sport Deutschland.tv. Und dann eben halt dann noch vielleicht dieses Turnier in diesem Format, das passt schon wie Faust auf Auge. Also ich habe selten so einen harmonischen Ablauf gesehen und wir sind absolut im Zeitplan und das ist alles sehr, sehr reibungslos. Also ich würde mir wünschen, wenn wir dieses Team nächstes Jahr wieder zusammenkriegen, was nicht ganz einfach ist, das weiß ich, aber mal schauen, wie die Kritiken ausschauen, denn unsere Helfer können wir hier alle nur belohnen mit Kritiken, die auch so ausfallen, die motivierend sind. Ne? Ansonsten sind wenige Menschen zu begeistern und motivieren, ihre Freizeit dafür zu opfern, um sowas auf die Beine zu stellen. Ne? Da hast du vollkommen recht, ja. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Deswegen auch so. Mit allem, was wir hier tun, wir erreichen Klickzahlen und Einschaltquoten, wie sie noch nie erreicht wurden im Billard in Deutschland. Und da ist die Aufbauarbeit, jetzt sag ich mal, fast beendet. Mit der Sommertour, die endet ja jetzt langsam und dann heißt es, das, was wir erreicht haben, was wir gesammelt haben an Klickzahlen und Zuschauerzahlen etc. zu verwerten. Richtig. Ja, das ist dann der nächste Step. Richtig. Dafür machen wir das alles hier. Machen wir das alles hier. Ja, also soll also schon am Ende für alle was rumkommen. Ja? Also für die Sportler, für das Team, also soll dann irgendwie dann schon das ganze Invest, das da getätigt ist, das ist, glaube ich, gar nicht, das sieht man gar nicht so richtig. Ja, das sieht man auch nicht. Soll natürlich wieder mal ein bisschen was zurückkommen, ist ja klar, mein Gott. Logisch. Oh, schön. Er wollte safe spielen, das konnte ja, sein. Klar. Aber ich glaube, langt. Das sollte schon so sein. Ich sag mal, er wollte jetzt, er zeigt es gerade an, er wollte die 2 eigentlich ein bisschen weiter links haben. So kann der Sebastian noch mit dem Jumpshot rauskommen und die 2 sogar versenken. Mhm. Deswegen wollte er die 2 ein bisschen weiter links haben. Ansonsten kann er damit trotzdem zufrieden sein, weil den Jumpshot muss man ja erstmal verlochen. Ja? Für diejenigen, die neu hinzugekommen sind oder auf Sportdeutschland TV einfach mal reingeschaut haben hier bei Poolbillard. Diese Sprungstöße sind grundsätzlich erlaubt. Man darf nur nicht die Weise aushebeln, wie man es vielleicht in der Kneipe als Freizeitspieler mal macht, sondern die Weise wird von oben getroffen, drückt sich in die Schieferplatte ins Tuch. Die Schieferplatte ist aber härter als der Ball oder genauso hart. Das heißt, die Weise kann physikalisch nichts anderes als nach oben springen, was sie genau jetzt getan hat. Und damit kann man dann Kugeln überspringen und andere Kugeln wiederum versenken. Hat nicht ganz geklappt. Er hat das Foul immerhin vermieden. Versenken hat nicht geklappt. Und zu allem Überfluss hat er dem Nils Fein jetzt auch noch eine sehr, sehr machbare Position hingelegt. Deine Erklärungen sind perfekt. Danke. Wirklich sehr gut zu verstehen, weil genau so ist es auch. Ne? Besser kann man das gar nicht erklären. Speziell den Jumpshot. Ne? Das ist ja... Ja, es gibt spezielle Kurse dazu, kann man noch ergänzen, die kürzer sind, meistens so 1,10 Meter grob gerechnet lang sind, speziell im vorderen Bereich sehr, sehr hart produziert werden, kopflastig teilweise, und mit diesen kann man dann halt eben diese Stöße ausführen. Mit einem ganzen Kö ginge das physikalisch nicht. Richtig. Also es gibt ein, zwei Spieler, die das können, Thorsten Hohmann zum Beispiel, Gott weiß, wie er es macht. Ich kann es nicht, ich komme nicht mal Millimeter hoch mit einem ganzen Kö. Ja, ich bin ja jetzt gerade hier mal, da muss ich es nutzen, weil gleich im Finale welche nicht mehr hier sitzen dürfen und kommentieren können. Darfst schon? Nee, darf schon, ja, aber wir haben ja ein paar Sachen noch vorzuplanen. Ja, das ist ja fürs Finale, für die Siegerehrung. Ich möchte jetzt auch nochmal ganz kurz eine Lanze brechen. Ich weiß, dass dieser Mensch oder diese Person nicht gerne erwähnt werden wollen, weil sie das als Selbstverständlichkeit ansehen. Ich muss den Vorstand von dem Verein hier, von PV Pinneberg, besonders herausheben.
zu dem ich ja nicht gehöre. Ich bin ja nicht Vorstandsmitglied, aber wir haben einen Kassenwart, den Axel Strohmeier, der das Ganze hier immer kalkuliert und überhaupt das Ganze berechnet, ob diese Tournaments und diese Turniere überhaupt zu stemmen sind finanziell. Ne? Und was der hier von der Arbeit leistet, ist wirklich unmenschlich. Ne? Dazu kommt dann noch Arne Lorenz, der zweite Vorsitzende, der den ganzen Shuttle-Service, die ganze Abwicklung in Hotels und so weiter, alles im Griff hat und koordiniert. Und dann natürlich unser Präsident, den haben Sie gestern ja gehört bei der kleinen Players Night, mehr oder weniger, ist der Ralf Winkler, der koordiniert den ganzen Ablauf vom Turnier, egal vom Center Court Aufbau, von der Bestellung, von den Essensständen, von den Ausstellern draußen und so weiter. Ein Riesenkompliment an unseren Vorstand, denn ihr leistet wirklich ganz, ganz, ganz Hervorragendes. Und ich persönlich möchte mich bedanken und möchte eins noch sagen. Ich bin stolz, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, ich bin sehr, sehr stolz, bei euch im Verein als Mitglied zu sein und mit euch zusammen den Weg zu gehen. Ich bin ein stolzer Pinneberger. Und die Jungs, die sind einfach nur fantastisch. Das darf man gerne sagen. Vor allen Dingen nach der Geschichte, die ihr hinter euch gebracht habt. Wahnsinn. Für diejenigen, die es nicht wissen, hier hat die ganze Hütte gebrannt vor 3-4 Jahren und ihr wart quasi vor 3-4 Jahren, korrigiere mich, welches Jahr es genau war, völlig am Ende. Ja. 2013, im Hochsommer, morgens um 9 bekamen wir einen Anruf, 30 Grad draußen, davor die Unwetternacht, Blitzeinschlag mit Überspannung auf Endgerätebrand, so hieß das beim Schadensgutachter nachher. Die ganze Location hier über oder um die 800 Quadratmeter waren schwarz und alles stand in Schutt und Asche und wir haben überlegt weiterzumachen oder nicht. Wir waren alle völlig entsetzt, wir hatten das Vereinshaus gerade aufgebaut so schön und waren so stolz darauf und dann passiert dieses Unglück. Also da könnte ich heute noch weinen, ich stand mit Tränen im Augen hier vor dem Block, als das morgens um 9 bei 30 Grad schon, das war ja der heißeste Sommer, den wir hatten überhaupt. Und und hier die Flammen praktisch aus den Fenstern erschossen, das kann man sich nicht vorstellen, das sieht man eigentlich nur im Film, ne? Das sieht man wirklich nur im Film. Ich könnte immer noch weinen. Ja, aber guck doch, was daraus entstanden ist. Ja, das ist ja, das hat euch wahrscheinlich nochmal richtig zusammengeschweißt. Also das auch mal. Es gab eine große Aktion, eine Solidaritätsaktion also aus ganz Deutschland, wo Vereine gespendet haben richtig, und einzelne Personen richtig, haben und somit auch dazu beigetragen haben, dass das hier wieder aufgebaut wurde. Ich hatte es gestern ja mal bei Verplacement nochmal erwähnt, ganz kurz, ne, weil wir wurden eigentlich mehr oder weniger vom ganzen Billard Deutschland aufgefordert, mit einer tollen Unterstützung, Spendenaktion, auch doch weiterzumachen und weiter zu kämpfen. Wir hatten ein Jahr lang keine Spielstätte. 56 Mitglieder hatten wir damals, 55 haben zur Stange gehalten, haben ein Jahr lang ihren Beitrag freiwillig verdoppelt, damit wir weitere Kosten, laufende Kosten, die nochmal entstanden sind, noch decken konnten. Dann gab es die große Spendenaktion von Gesamtbillard Deutschland, die uns alle wirklich finanziell unterstützt haben. Und das war der ausschlaggebende Punkt, wo wir zusammengesetzt haben, Jungs, wir schmeißen nicht hin. Wir hören nicht auf. Unsere Billardwelt, unsere Billardgemeinde möchte uns weitersehen. Und wir wollten das dann zurückzahlen mit diesen tollen Turnieren, weil uns das ja gelungen ist, mit sehr viel Einsatz und sehr viel Fleiß und mit eurer Unterstützung. Also damals nochmal für alle, die draußen unterstützt haben, ein riesen Dankeschön. Den können wir uns anschließen hier, weil das haben wir ja aus der Ferne dann mitverfolgt, die ganze Entwicklung. Und das ist wirklich ein toller Ruf, den ihr euch erarbeitet habt und der auch dann dafür gesorgt hat, dass diese Spendenaktion gestartet wurde und alles. Und alles, was daraus dann entstanden ist, was wir hier letztendlich 2016 dann in Farbe auf Sportdeutschland TV sehen. Ja. Die Geschichte ist schon einmalig. Doch. Die ist schon, ja, die ist toll. Aber wir haben es nicht vergessen, wir haben ja unsere Spendenwand hier verewigt vor dem drüben im Raum, wer alles was gemacht hat und wer unterstützt hat und so weiter. Und wir werden das auch immer dankend noch in Erinnerung behalten, weil das war schon ein bewegender Moment. Ja, ja. So, jetzt ein ganz... Gehen wir mal zurück zum Pool. Was meinst du? Sind so Storys, die interessieren sicherlich auch die Leute draußen. Genau. Und da kann man ruhig mal ein Wort drüber verlieren, glaube ich. Werdet ihr Verständnis für haben. Jetzt, ja. Ihr habt ja weiterhin das Spiel hier im Blick zu Hause. Ging ein bisschen hin und her. Nils Fein macht das 5:2. Also er schafft es da, den Sebastian Ludwig auf Abstand zu halten, den Zaum zu halten. Und profitiert natürlich auch davon, dass Sebastian diesen Schussfehler gemacht hat und letztlich noch ein Breakfoul, wo ihm die Weiße vom Tisch geflogen ist. Das alles hat dafür unter anderem gesorgt, dass Nils Fein jetzt mit 5:2 in Führung gehen konnte.
Auf dem anderen Tisch steht's 5-4 für Marc Beisterbusch. Also im Moment sieht's nach einem niederländischen Finale hier in Norddeutschland aus. Sehr gut möglich. Unsere holländischen Freunde, muss man ja sagen, sind ja auch ganz stark vertreten hier. Ja. Ich bin auch gespannt, wie der mehr ins Finale kommt. Jetzt ist da eine kleine Pause. Ich sehe gerade einen Timeout. Genau. Da wollte ich nochmal darauf zurückgreifen, auf diese Brandkatastrophe hier. Die war 2013, Jochen. Ja. Jochen, und da gibt es noch eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte, die glücklich ausgegangen ist. Ich fuhr hier morgens um 9 auf dem Hof, weil ich damit involviert war. Sie brauchten unbedingt einen, der die Tür mit aufmachen sollte oder auch regulär öffnen sollte. Aber ich war nicht der Erste, der hier war. Wir hatten ein 16-jähriges Mitglied. Der ging hier die Treppe hoch, hatte Ferien, wollte morgens alleine hier Billard spielen, weil er nicht abends so lange nicht durfte, öffnet oben die Tür. Die hatte den Feuerwehrhauptmeister und sitzen die mit 20 Mann, alle mit schwarzen Gesichtern da, und andere Leute waren oben am Löschen und ich hörte nur Dach aufmachen, Dach aufmachen, Dach aufmachen und so weiter. Dann sagte mir der Feuerwehrhauptwachtmeister, der Feuerwehrmeister, du sag mal, euer Junge hier, der den Brand hier gemeldet, entdeckt hat, ne? Ihr wisst, dass der zwei Leben hat, ne? Ich sag, wieso, was war denn? Ja, der hat die Tür da oben geöffnet und es war ja kein Fenster geöffnet und das Feuer hat durch die Türöffnung das erste Mal Luft bekommen. Und wenn das wirklich nur 3-4 Sekunden länger gedauert hätte, dass er die Tür nicht zugemacht hätte, hätte ihn die Feuerwalze aus dem zweiten Stock bis nach unten runtergedrückt und er wäre nicht mehr unter uns. Und wenn das passiert wäre, meine lieben Zuschauer draußen, hätten wir definitiv nicht mehr weitergemacht. Wenn hier ein Mensch ums Leben gekommen wäre durch eine Brandkatastrophe, hätte der Verein garantiert nicht mehr existiert. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Gott hatte noch ein Einsehen und dadurch haben wir trotzdem dann den Verein wieder aufgebaut. Aber man muss sich mal vor Augen halten, was alles passieren kann im Leben. Das sind ja wirklich das Katastrophen, die man nicht berechnen kann. Das ist ja mehr oder weniger eine Naturkatastrophe, dass hier ein Blitz einschlägt. Ne? Ich habe sowas auch noch nie live gesehen, was hier passiert ist. Der Laden sah aus, ich bin hier rein, ich hatte da einen halben Meter Wasserstand hier drin. Du hast die Fotos gesehen. Ich kenne die Fotos, ja. Halben Meter Wasserstand hier drin durch die Löschung. Ja. Und draußen 30 Grad, das kann man sich gar nicht, das geht gar nicht. Also hier ist alles schwarz und draußen scheint die Sonne. Also, naja. Gut, ab das vom Thema jetzt, sonst komme ich wieder in alte Zeiten zurück. 2-5, Sebastian Ludwig in Zugzwang. Ganz schwieriges Unterfangen, wenn Nils einmal in Front ist und dann ein, zwei Spiele davongezogen ist. Ist das schon schwer, dran zu bleiben. Mal das Break hier aus der Nähe und dann in der Totalen wieder. Die 3 fällt. 2-4, ja, die 3 ist gefallen. Schlechten Einsteiger. Ja. Also schwierigen Einsteiger, ne? Damit sollte er erstmal zufrieden sein. Ja, die 2. Er muss die 2 ja wahrscheinlich. Ins Mittelloch. Ich denke mal, dass er die auch so weit, die Weise jetzt so weit zurückziehen kann, dass er irgendwo zwischen 2 und 5 rauskommt. Der zeigt dann Lage Lane. Auch wieder nett von ihm, dass er uns zeigt, wo er hin will. Also auch der Sebastian Ludwig hilft uns. Also ich muss ja eins gestehen, ich finde es ja auch bemerkenswert, wie viele Menschen hier noch vor Ort sind. Das sind die Halbfinals. Ja. Ein Joshua Filler ausgeschieden, ein Francesco Bustamante ausgeschieden, ein Roszkowski ausgeschieden und so weiter. Und viele, viele mehr Topspieler. Und einen tollen Stream haben wir. Sie könnten das von der Couch aus gucken. Nein, sie bleiben hier und schauen sich das Finale live vor Ort an. Toll. Ja, es sind ja auch noch genug weitere Top-Spieler drin. Ja? Also wir hatten ja, kann man sagen, 20, 30 Kandidaten, die heute hätten gewinnen können. Ja, ne? Ohne Frage. Ja. Also egal, wer jetzt hier spielt, erstens hat er es verdient und zweitens sind alle 4 Sportler Top-Leute. Genau. Wird Top-Billard geboten. Das ändert quasi an der Zuschauersituation nichts, aber trotzdem hast du natürlich recht. Sie könnten alle heimfahren. Ja. Und sagen, ich gucke das jetzt hier im Livestream. Richtig. Mitunter sogar unterwegs noch übers Handy. Ja, kannst ja alles machen. Also die Qualität und die Technik ist ja so weit heute. Ja. Aber nee, die harren hier aus und schauen zu. Also ich würde jetzt mal über den Daumen gepeilt von 150 bis 200 Leuten reden, die wahrscheinlich hier im das könnte gut sein, Raum sich aufhalten. Und das sitzen ja so um die Tische rum.
wir haben ja nur provisorisch mal jetzt abgeklebt den Bereich, den Area. Gleich kommt ja der Center Court wieder, der aufgebaut wird. Ja. Da sind gleich 20 Mann für eingeteilt. Das ist auch mal so ein Beispiel, diese Organisation, die dahinter steckt. Da gibt es einen, hört sich jetzt komisch an, einen so Art Gruppenführer. Der hat, weiß genau, wo welche Bandenwerbung hinkommt und wo welcher Stuhl hinkommt. Also das muss man sich mal vor Augen halten, was da für eine Planung drin steckt. Also ich bin begeistert von den Jungs hier immer. Ich bin wirklich begeistert. Ich bin ja aus allen Planungen rausgenommen worden. Ich bin ja nur noch derjenige, der hier sozusagen als Marktschreier fungiert. Und ist auch toll, dass sie mich da auch alle so ein bisschen davon ferngehalten haben, weil ich bringe auch sehr viel Hektik ins Team mal rein, wenn irgendwas nicht funktioniert, und die Gelassenheit fehlt mir da so ein bisschen. Auch am Kommentieren, jetzt zum Beispiel hier, du bist ja sehr der, wirklich der Profi, der absolute. Du hast ja schon alles schon erlebt. Und ich bin ja mehr der Hektische und der eben halt mal ein bisschen mehr Unruhe bewegt. 5-2. Ja, das und macht er aus. Ja, macht, ist auf einem guten Weg, hat hier sogar noch, hat noch ein bisschen Winkel, um in der rechten Hälfte des Tisches zu bleiben. Und um die 7 dann in die Ecktasche zu spielen, an der er gerade steht. Jetzt ist immer die Frage, jetzt ohne Bande ziehen oder in die Bande drücken und leicht ziehen. Ist Geschmackssache. Ja, genau. Das ist Geschmackssache. Wenn man direkt hochzieht, so wie er es jetzt gemacht hat. Ist Mittelloch, ne? Ist das Mittelloch. Die Kante ist ganz gefährlich, aber die Mittellochkante. Das Mittelloch immer so. Der Ball fällt relativ selten, aber die Kante trifft man relativ häufig, ne? Genau, ja. Also da läuft man doch Gefahr. Aber toll gespielt. Hat er genau richtig dosiert. Ja. Hat jetzt auch quasi die Mitteltasche noch. Dadurch kann er das Kö besser auflegen und die Weiße auch tief anspielen, ohne jetzt das Kö hinten massiv anheben zu müssen. Richtig. Ich glaube auch, ich glaube, der Sebastian spielt Metzkö, ist ja auch gesponsert von Metz. Ja, korrekt. Und ich glaube sogar, der Jyri Talu aus Finnland ist ja der Hauptrepräsentant. Lettland oder Litauen. Ja, ist nicht aus Finnland, er lebt oder? In Finnland, glaube oder ich. Das, ja, okay, und das der hat sein, immer ja. ein sehr, sehr gutes Auge und Händchen, welche Spieler er da so ein bisschen besonders in den Vordergrund stellt. Und also das ist schon ein tolles Marketing, was da betrieben wird. Ne? Und Sebastian ist sicherlich ein Repräsentant und ein würdiger und guter Repräsentant für die Marke Metz, ne? Na toll. Werd übrigens auch live zuschauen, der Jyri. Ich habe den Jyri persönlich den Link nochmal rübergeschickt. Na, weil es könnte gut sein, dass wir den Jyri auch nächstes Jahr hier sehen werden. Also ist schon schön. Ich weiß auch, dass zum Beispiel auch vom Predator jemand hier zuschaut. Auch interessant. Ja. Ja. Also sehr interessant, weil das Turnier oder diese German Tour allgemein und alle so zusammen machen schon ein bisschen Furore und sorgen für Aufsehen mit unserer Turnierkette, die wir in Deutschland veranstalten. Ne? Definitiv, definitiv. Also wir sind auch in Japan mit den Firmen in Kontakt, wie du schon gesagt hast. Ja, Kamui sitzt ja da noch, Metz. Richtig, richtig. Ja, mit denen sind wir in Kontakt und die schauen auch, was wir machen, schauen uns auf die Finger und schauen auch im Livestream zu. Ich denke mal jetzt hier in Asien, vielleicht weniger natürlich um die Uhrzeit, dort ist Nacht. Aber in den USA auch, ja, wo jetzt Mittag ist, schaut man uns zu. Das ja, ist schon toll. Also wir haben überall Kontakte und auch, die sich auch melden bei uns und sagen, ah toll, was ihr hier auf die Beine stellt und ich gucke euch zu. Was für mich Neuland war jetzt, wo gerade in der Pause ist jetzt, Jochen, ich hatte immer so ein bisschen, ich wusste nicht genau, wie wir uns verhalten sollen. Wir haben ja auch sogar mittlerweile schon, das ist ja auch äußerst selten, Anfragen von verschiedenen Unternehmen gehabt, ob wir Interesse hätten, da und da und da und da. Wir haben ja auch schon für Aufsehen gesorgt. Unsere PR-Kampagne ist ja teilweise sehr, 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 sehr aggressiv gewesen und alle wussten, dass dieses Turnier stattfindet. Wie der Zusammenhalt unter den ganzen Vertrieben, die Billardartikel betreiben oder ähnliches, doch ist. Ne? Also ob es Beckmann ist oder ob das Longoni ist, die kooperieren und arbeiten sehr gut miteinander, ob das Metz ist, also da sind so wirklich sehr gute Kontakte auch. Also das wird auch nicht als Konkurrenz mehr angesehen. Ich habe das Gefühl, dass das wirklich dieser dumme Spruch, wenn man immer sagt, das sind alles Mitbewerber untereinander, dass der wirklich auch gelebt wird zum größten Teil. Ne? Also das finde ich toll und dass die auch alle gemeinsam denken, dass der Sport wirklich nur zusammen mit einem großen in einer großen Gruppe zu fördern und weiter auszubauen ist. Ja, ne? Das ist sowieso ein Fakt. Das ist ein Fakt. Wir sind derart klein. Wir können es uns nicht leisten, uns da gegenseitig noch zu zerfleischen. Das können wir uns nicht leisten. Nee. Also ich würde mich freuen, wenn es im nächsten Jahr alles noch so ein bisschen noch mehr näher zusammenrückt und wir alle uns noch mehr miteinander absprechen und kooperieren. Nimm dir dich als Beispiel, Jochen. Jochen, ich habe dich ja wirklich versucht zu überzeugen, frühzeitig schon. Ich habe dich 2-3 Mal angerufen, wollte dich begeistern dafür, dass du es machst.
Mir ist es ja gelungen, Gott sei Dank, obwohl, ne, es war ja am ersten Mal nicht so einfach. Du hast auch gesagt, oh, Pfaffenhofen und so weiter. Aber du hattest dann gleich gesagt, du pass mal auf, Junge, ich mach das, ich komme vorbei. Jetzt will ich mir das auch mal anschauen bei euch. Und das ist alles nur eine Frage der Einstellung. Man muss auf die Menschen einfach zugehen und einfach mit ehrlichen Worten sagen, so sieht's aus, das haben wir vor, hilfst du uns da, ja oder nein? Und oftmals trifft man auf offene Ohren und oftmals denken die Menschen doch sehr, sehr ähnlich. Ja, genau. Jetzt. Ich habe mich damals sehr gefreut über deinen Anruf. Oh, das ist war verwundert. Mhm. Und dann, oh Gott, guck mal hier aus Hamburg und ich wohne in der Nähe von München. Pfaffenhofen, genau, richtig. Ja, genau. Und weiter weg kann man ja quasi in Deutschland nicht wohnen. Und ja, natürlich habe ich spontan zugesagt. Das fand ich auch toll. Ja. Die frohe Kunde haben wir natürlich auch. Ich muss das noch abklären, noch zwei, drei Sachen, ja, logisch, genau. Aber vereinbarungsgemäß 3-4 Tage später habe ich mich dann gemeldet. Genau. Wir haben das natürlich auch gleich verbreitet, weil du bist ja wirklich mittlerweile als Stimme wirklich, das ist ja keine Ente mehr, kein Schnack. Du bist bekannter als alle anderen Moderatoren, die es gibt. Ich habe dich auf etlichen Turnieren gehört und du, ja, das ist schon wichtig, dass man, ne, an alles denkt. Ne? Nur schöne Bilder produzieren langt nicht. Ein Stummfilm ist heute nicht mehr angesagt. Nee, das schauen wir sich mal an. Das Thema hatte ich vorhin selbst auch angesprochen im Stream heute Mittag, dass ein Livestream heutzutage immer noch was Schönes ist, aber ein kommentierter Livestream ist unverzichtbar. Unverzichtbar. Es ist eigentlich, ich will nicht sagen, fast egal, was da gesprochen wird. Hauptsache, es wird gesprochen. Es ist natürlich nicht möglich, dass man jetzt hier überhaupt gar keine Ahnung von dem Spiel hat und es trotzdem kommentiert. Das ist klar. Eine Kenntnis sollte schon da sein, aber wenn man ordentlich Sätze formulieren kann und dann noch weiß, wovon man spricht, ist schon mal sehr viel erreicht. Ja. Ich bin immer wieder angetan, wenn ich Nils spielen sehe, also diese Körperanspannung, diese Körperhaltung, also das ist ein Lehrvideo, schaut euch das mal an. So eine 7, da stehen wir auf eigentlich schon und kreiden schon, wenn der Ball noch gar nicht drin ist und er bleibt immer noch unten. Also es ist wirklich so, das ist so diszipliniert, sein ganzes Spiel. Mhm, jetzt guck mal jetzt das Paradebeispiel, er spielt die 6 und wann? Das ist voll trainiert, weil jeder der Billardspieler draußen weiß, dass wir alle natürlich überall euphorisch dann aufspringen, Kugel ist drin, jetzt geht's weiter, ne? Nach dem Motto, und er bleibt unten und Mann, Mann, Mann. Er bleibt länger unten als alle anderen, ne? Als alle anderen. Ich sag mal, er könnte natürlich ein paar Zehntelsekunden früher aufstehen, weil es ja wirklich schon erledigt ist, die Geschichte. Ich sag mal, diese Zehntelsekunden, die er jetzt zum Beispiel jetzt noch steht, die braucht er natürlich nicht zu stehen. Er muss das Kö noch annehmen, wenn die Weiße kommt. Ungefähr, ja. Also das braucht man natürlich nicht, aber es ist extrem wichtig, jeden Stoß bis zu Ende durchzuführen, bis die Weiße wirklich vollständig das Kö verlassen hat und der Stoß ausgeführt ist. Nur dann kann man immer wieder reproduzierbare Ergebnisse erzielen. Vom Tempo her immer korrekt spielen, in dem Tempo, in dem man auch spielen möchte. Also jeder Stoß muss konsequent bis zu Ende gespielt werden, hier wieder zu sehen. Und dann hat man schon mal gute Voraussetzungen, gute technische Voraussetzungen, die Basis, um erfolgreich Billard zu spielen. Ja, richtig. Ja. Also ich muss auch sagen, diese Spielweise strengt dermaßen an. Ich nehme ja auch teilweise selber, welche alleine auf welche der Alm bin. Jetzt? Von Nils? Die strengt unheimlich an, weil ich nehme ja auch selber mit meinem iPad gerne, welche alleine hier trainiere so ein bisschen für mich mal auch die Sachen an und möchte das dann auch mal aufnehmen, ob ich das auch hinkriege. Dann spiele ich das eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde läuft das iPad. Nach einer Viertelstunde fühle ich mich, als wenn ich einen Bandscheibenvorfall gleich kriege, weil ich das nicht gewohnt bin. Ja, es strengt dich hart an, weil du es nicht gewohnt bist. Nicht gewohnt bist. Und du verkrampfst vielleicht. Ja, genau. Ja. Also das muss man mal üben. Du strengst Muskeln an, die gar nicht anzustrengen sind. Richtig. Ja, weil du verkrampfst und ruckzuck hast du wirklich körperliche Schmerzen. Ja. Im wahrsten Sinne. Und sich selbst zu erinnern, während des Stoßes beim Schwingen, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben, das drängt auch schon an. Ja. Dann kommt man ganz vom Treffpunkt ab nachher. Ne? Aber das, also ja, mach das mal da draußen. Übt kommt das nicht mal. Von heute auf morgen. Nee, das ist eine Eigenschaft, die aber sehr zu empfehlen ist, ne? Weil es klammert natürlich das Wegreißen mit dem Körper, das vorzeitige Schulterbewegen natürlich komplett aus. Ne? So, 6-3 für Nils. Ja. Wir spielen auf 7 Gewinnspiele, das Finale gleich auf 9 Gewinnspiele. Ach, komm. Bitte? Ist das richtig? Ist das richtig, ja. Auf 7 Gewinnspiele wird gespielt.
Ja, und dann später auf 9? Das ist das Finale auf 9. Aha. Das Finale auf 9. Das ist ja, es gibt ja auch eine satte Börse hier und dann wollen wir den Zuschauern draußen auch ein bisschen mehr Spielzeit geben, beziehungsweise das ist schon sehr interessant. Das ist schon. So, das bricht wieder aus der Nähe. Sieht spektakulär aus. Sieht immer alles. Und die 8. Okay, und die 3. Die 3 fällt, also. Und der Einsteiger. Und Stellung 1. Ja. Auch vorhanden. Schwierigkeit ist, dass er natürlich eins, die Weise wird beim Versenken der 1 wird die Weise wieder Richtung linke Tischhälfte rüberlaufen. Und da liegen wir natürlich mit der 4, der 9, der 6 und der 10 gleich 4 Kugeln. Da ist die große Frage, kann er die Weise halten in ungefähr der Tischmitte, wo sie jetzt liegt? Oder pendelt er? Oder ja, wie löst er das Problem? Weil die 2 liegt hier vorne rechts in Blau. Interessant zu beobachten, für was er sich da jetzt entscheidet und was überhaupt möglich ist. Ist es möglich, die zu halten? Ich glaube eher nein. Ne? Ich glaube eher ja. Ja, die Weise. Also nee, er guckt den Pendler. Er guckt, wo er da durchkommt. Genau, ne? Ist der dünn. Also den hier spielt man aber. Oha. Ja, also hier sieht man, er trifft die 1 recht dünn, um sie zu versenken. Und dadurch verliert die Weise wenig an Tempo oder weniger. Es kann an der 10 oder 4 hängen bleiben. Genau, also er hat etliche Möglichkeiten, da im oberen Bereich, da jetzt bei den 4 Kugeln hängen zu bleiben. Also schau dir das mal an, hier Jochen, vor der Sprecherkabine hier, wie viele Menschen hier noch stehen, ne? Ja. Also das ist ja wirklich, wir haben hier Sonntagabends, also es ist doch wirklich, sehr wirklich, ne, beeindruckend, muss ich sagen. So soll das sein. Ein Finale oder Halbfinale vor der Kulisse zu spielen, klasse. Klasse, klasse, klasse. Hast du auf den Nachbartisch mal geguckt? Ich weiß da den Stand nicht genau. Es steht 5 zu 5. 5 zu 5. Marc Beisterbusch gegen Oliver Ortmann, das andere Halbfinale. Kommt es zu dem Finale Fane gegen Ortmann, dann verspreche ich euch da draußen, wird es sicherlich einen ganz, ganz, ganz vollen Center Court geben, weil der Lokalmatador hier aus Hamburg mittlerweile, Oliver Ortmann, erste Bundesliga BC Kühl gegen Nils Fane. Erste Bundesliga BC Oberhausen. BC Oberhausen, ja. Guck mal, er löst es so. Und er läuft zu weit. War grundsätzlich wunderbar gespielt. Genau, ja. Aber er hat den... Oh, Glück. Das hat er Glück. Er läuft so weit, läuft so weit, dass es schon wieder gut ist. Ja, also... Er konsequent wunderbar gelöst. Er wollte diesem Viererhaufen links oben im Bild aus dem Weg gehen. Das war nicht ganz komplett möglich. Ja, er hat es jetzt über 1, 2, 3 Vorbanden probiert und hat einen Weg gefunden zwischen 6 und 9. Hat er sich vorher angeguckt, also der wollte schon da durch. Richtig. Der hat nicht einfach gesagt, ich mache jetzt mal den 3 Bänder und bete, dass es irgendwie klappt, sondern der wollte schon da durch. Die Weiße ist ihm zu weit gelaufen, aber wie gesagt, so weit, dass es schon wieder... Oh, das sah aber auch wie ein Kick aus, ne? Ja, ich wollte es aber auch gerade sagen, Gefahr mit dem Eckloch besteht. Und schon ist es passiert. Und jetzt ist natürlich jetzt ist alles offen für Nils Fane, um ins Finale reinzuziehen. Ja. 6 Bälle trennen ihn vom Finale. Und ich glaube, das schafft er. Da wird er jetzt zubeißen und den Sebastian Ludwig niederstrecken. Er hat trotzdem ein ganz tolles Turnier gespielt, ne? Das muss man sagen. Also ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass der Sebastian Ludwig vorhin schon fast draußen war. Ja. 5-1 zurückgelegen gegen Marco Litwak, sich zurückgekämpft, 7-6 gewonnen, dann später Francisco Bustamante rausgeworfen, mit einem brillanten Spiel. Ja. Ja. Hier auf dem Center Court war das zu sehen. Tolles Spiel von Sebastian Ludwig. Gut, jetzt kamen wir nicht so richtig zum Zuge, auch nie richtig rein in den Spielfluss. Aber gehören halt immer 2 dazu. Nils Fane hat gewusst, wie er den Sebastian Ludwig anpacken kann. Jochen, ich muss mich leider jetzt schon vorzeitig ausklingen. Kein Problem, so ein bisschen, wir sind ja hier mit den Jungs zu sprechen. Wir wollen den Center Court aufbauen. Ja, ich hoffe, das Verständnis dafür. Danke dir. Danke dir, danke da draußen fürs Zuhören. Genau. Der Jochen wird euch weiter begleiten. Und bleibt bitte dran, denn ihr kriegt ein Finale der absoluten Extraklasse zu sehen. Du kannst hier bleiben. Du kannst hier bleiben. Ich habe schon den Hörer fast abgenommen. Das nennt man hier übrigens bei uns im Norden einen Tommy. Einen Tommy? Einen Tommy, ja. Das nach dir benannt. Genau, nach mir benannt. Wirklich jetzt ohne Frage, weil ich bin für alles gut.
Ich bin für alles gut, die Dinger liegen im Loch, ich schaffe es, sie nicht reinzuschießen. Also es ist wirklich unglaublich und das könnt ihr euch hier oben merken, sobald ihr die Grenze von Mitteldeutschland überschritten habt Richtung Norden und sagt, das war ein Tommy, wissen alle, ja, ja, der, das Elfjährige, der Tommy, das ist einer, der haut ein, der haut einen Ball daneben, der schon am Loch ist. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee, das kann also auch mal ein ganzes Satz wieder, ein ganzes besten, Match werden. Beim besten Willen nicht, war das. Da bleibe ich ja direkt wieder sitzen. Hier. Ja, das ist ja, also ich ahne schon wieder was ganz, ganz Böses. Obwohl, das passiert Nils ja ganz selten. Ganz, genauso wie der Schussfehler vorhin von Sebastian. Ja, genau. Ja. Unglaublich. Und der von Nils war jetzt noch einfacher. Aber man sieht auch der Mann hat Nerven. Also, ja, unglaublich. Ja. Unglaublich, was alles passieren kann. Ja. Mir wurde ja gesagt, und das habe ich noch, ich hatte ja Neckarsulm gespielt, ein ganz tolles Turnier, jedes Jahr wieder inzwischen den Weihnachtstagen, ist richtig. Mhm. Und ich hatte da wirklich immer die Erfahrung gehabt, mir wurde gesagt persönlich, Thomas, pass mal auf, du spielst das, aber da habe ich auch gegen Nils Fehn und anderen spielen dürfen und habe ihm natürlich immer fast jede klare 9 geschenkt, da wurde 9-mal gespielt, weil er ist ja der Weltmeister. Und da wurde ich dann von jemandem guten Billardspiel zitiert und sagte, Thomas, alles schön und gut, der Mann ist zu stark für dich, ganz einfach, das weißt du auch, aber gewöhn dir mal eins ab, lass dieses Geschenk mal bitte. Egal wer es ist, es passiert immer wieder irgendetwas. Mhm. Und das ist eine Uneigenart an sich, ne? Eine Uneigenart. Die hab ich mir jetzt auch abgewöhnt, ist egal wer das ist, ich schenke gar nichts, bis die Kugel im Loch ist. Und was ist passiert? Im Punktspiel hier und noch gegen einen Spieler, die 9 liegt im Loch und dieser mein Kontrahent bei Hill ohne Flachs, bei Hill holt er die wieder raus. Er rutscht ab. Er rutscht auf den Matchball ab. Ich habe Ball in Hand, hab's dann geschafft, diese kleine 9 im Loch noch zu versenken. Gott sei Dank. Und darauf habe ich mir dann geschworen, ich schenke gar nichts mehr. Ja. Nichts gegen irgendwelche Spieler oder Namen. Weil es passiert doch immer irgendwann mal was. Ne? Ja, das ist richtig. So, jetzt steht das, glaube ich, 6-4. Wenn jetzt das Break nicht so gut kommt und das Break und oh, jetzt kann es nochmal, das könnte nochmal die Wende geben. Wie steht es auf dem Nachbartisch? 5-5. Vorteil für Nils Fein ist natürlich, dass er definitiv noch 2 Breaks hat. Also nicht nur bei 6-4, sondern im Zweifelsfall auch bei 6-6. Also er hat 2 Chancen, seinen eigenen Aufschlag durchzubringen. Und das Break, was sagst du? Tja. Gefallen? Ja. Wo ist die Weiße? Weiße Tisch Mitte. 1 machbar? Ja. Das ist lösbar. 2 geht auch, 3 direkt dahinter. 2 liegt auf dem... Nils, volle Konzentration auf bitte. Auf dem Magic Ball Rack. Guck mal, die beiden Spieler, ist ja nicht toll. Ohne Schiedsrichter. Also ich finde das sensationell, was alles möglich ist. Hier geht es um eine ganze Menge Geld. Die sprechen ganz kurz, nur kann ich die eben wegnehmen. Legt eine Kreide dahin, nimmt das Stück weg. Also fairer und sportlicher geht es ja gar nicht. Ne? Also ich finde es toll, wie die miteinander kommunizieren. Ne? So, und jetzt geht es natürlich neu ans Werk für Nils Fein. Ja. Er muss diesen Fehler jetzt mal vergessen mit der 6. Und ich denke mal, der Mann ist so erfahren, der schafft das auch. Und er wird sich jetzt neu zusammenreißen und jeden einzelnen Ball noch doppelt bewusster spielen. Und er weiß ganz genau, wenn ich hier, ja, das ist immer so, ich will es ja nicht verschreien, aber wenn ich hier die Stellung von der 1 auf die 2 schaffe und komme dann gescheit auf die 3, dann bin ich über den Berg. Habe ich aber vorhin auch schon gesagt. Mhm. Ja, aber ich denke, dass er sich jetzt wirklich so derart konzentriert und zusammenreißt, dass er es schafft. Ganz wichtig ist der erste Ball. Nicht zu kurz, nicht zu lang laufen. Der könnte gefährlich werden. Toll gespielt. Ja, ist noch gut. Toll der gespielt. Ist absolut völlig in Ordnung. Zu kurz hätte halt dafür gesorgt, dass er jetzt die Weise nach unten abbricht quasi aus diesem Blickwinkel, gegen die 10 prallt und von dort jetzt nach rechts, ja, und er die 3 nicht mehr spielen kann. Ja. Zu weit wäre dann gewesen, wenn die 5 dann im Weg gelegen wäre. Also von daher alles perfekt für ihn. Mir fällt auf diese Entwicklung mit dem Handschuh. Ne? Ich spiele selber auch mit Handschuhen. Mittlerweile ist ja auf der Euro-Tour, glaube ich, eine Handschuhpflicht, beziehungsweise eine Puderverbot. Puderverbot. Ja. Und es macht sich doch sehr stark bemerkbar, dass jetzt viele, viele Topspieler und viele normale Spieler alle mit Handschuh spielen. Was ich übrigens auch sehr schön finde. War ein Thema heute schon im Stream mit Martin Bukundke, der völlig gegen Handschuhe früher war. Ja, ja. Und gesagt hat, oh, das hat mit Billard gar nichts zu tun, sondern der Mod immer so ein bisschen abfällig so. Aber mittlerweile spielt er auch mit Handschuh. Mhm. Hat den Vorteil erkannt, speziell jetzt hier in den Sommermonaten. Mhm. Ja.
wo man doch mehr schwitzt, an den Händen schwitzt und es dann ein bisschen klebrig wird und das Köh nicht mehr richtig flutscht. Und ein Handschuh, da funktioniert das natürlich immer und man hat immer ein gutes Stoßgefühl. Ja. Und die ganzen Top-Leute, man sieht immer mehr Leute mit Handschuhen, Top-Spieler und natürlich machen das dann auch Schwächere in Anführungszeichen. Na gut, sind halt auch schwächere Spieler, brauchen wir gar keine Anführungszeichen zu setzen. Die eifern natürlich in Idolen nach und der Handschuh hat enorm an Ansehen gewonnen, speziell in diesem Sommer. Ja. Naja, und die Handschuhindustrie ist natürlich auch weit fortgeschritten, ne? Ja. Weit fortgeschritten. Ja. So, wie gesagt, Nils hat diese Stellung 1, 2, 3 hat er wunderbar über die Bühne gebracht und hat jetzt letzte Schwierigkeit ist 5 auf 6. Ja. 5 auf 6. Ich stehe jetzt noch nicht auf. Jetzt bleibst du mal kurz sitzen, bis die 6 drin ist. Ja, für die Zuschauer vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ne? Also wir haben den Zeitplan wirklich sensationell gut eingehalten. Wir haben vorher gesagt 21 Uhr das Finale. Jetzt, wo sich das langsam alles anbahnt, sagen wir jetzt fest den Start des Finales schon mal an. Auf dem Nachbartisch steht das, glaube ich, 5 zu 6. Immer noch 5 zu 5. Oder 5 zu 5. Die kämpfen wohl. Kleines Safe-Duell. Genau, das Finale soll um 21.15 Uhr dann offiziell starten. Also ich kann euch versprechen, holt euch die Chipstüte, holt euch die Flaschen, die Softgetränke. Es wird was zu sehen geben. Hier wird heute ein bisschen Geschichte geschrieben, denn einer von den Vieren, die auf dem Tisch spielen jetzt, wird sogar im Guinness-Buch der Rekorde namentlich mit verewigt. Davon gehe ich fest mal aus, weil dem Antrag, dem steht eigentlich nichts mehr im Wege. Wir haben ihn gestellt. Da geht es um das größte Turnier das quasi größte auf Turnier. Möglichst vielen gleichzeitigen Tischen. Genau. 128. Die Tischen in diesem Modus auch wohlgemerkt. Ja. Ne? Wir bieten ja auch wirklich bei 336 Spielern im Main Event allen 7 Stunden Tischzeit. Wir spielen nicht Doppel-K.O. hier, wir spielen Round Robin und das macht das Spiel, das Turnier auch sehr lukrativ für auch alle anderen Hobbyspieler, denn hier spielt man lange, lange Billard für sein Startgeld. Ne? So, ich muss mich jetzt ausklinken. Ich glaube, jetzt schafft das. Ich darf das. Alles klar, Thomas, danke dir. Dann bis später und viel Spaß noch da draußen. Bleibt dran, es lohnt sich. So, Nils Fein, letzte Hürde zu nehmen aufs Mittelloch und ja, leichte Stopperl, Rückzieher, so ein Mittelding. Genau, wird er dann die Weiße rüberlaufen zur 10. Gerader Ball. Sehen wir hier aus der Nähe. Da geht die 10 rein. 7 zu 4 Endstand. Nils Fein zieht ins Finale ein. Sebastian Ludwig, hervorragendes Turnier gespielt. Platz 3 hier in Pinneberg bei den Billard Beckmann Longoni Pinneberg Open 2016. Und wir warten auf den zweiten Finalisten. Ihr schaltet mal um bitte auf den zweiten Livestream. Was ich so im Hintergrund sehe, ist ein auf die 10 Spielen der Marc Beisterbosch zum 6-5, den macht er jetzt rein. Und jetzt könnt ihr alle umschalten und wir hören uns dann so, 21 Uhr, 21.15 Uhr wieder zum großen Finale. Bis dahin, macht's gut.